Hallo und somit herzlich willkommen zur Neuvorstellung des Mach V1 Ultra. Das ist ein All-in-One-Gerät, bestehend aus einem Staubsauger, Wischmopp und Dampfreiniger. Alle Infos zur praktischen Haushaltshilfe gleich nach dem Intro. Viel Spaß beim Zuschauen. Während ihr gleich ein paar Impressionen vom Unboxing des Gerätes seht, ein paar Informationen zu Mach. Den Herstellernamen habe ich in diesem Fall auf Deutsch ausgesprochen. Es ist eine neu entwickelte Marke, die für viele vielleicht noch kein Begriff sein wird, aber hinter Mach steckt Anker, ein Unternehmen, welches schon jahrelang Technik produziert. Ein interessanter Fakt am Rande, der Mach V1 Ultra wurde von ehemaligen DJI-Mitarbeitern entwickelt. Dieses Produkt sollte gerade für Menschen interessant sein, die einen großen Wert auf Sauberkeit in den eigenen vier Wänden legen, aber auch gleichzeitig das Reinigen so effizient und zeitsparend wie möglich gestalten möchten. Als Beispiel, man hat vielleicht beim Frühstücken etwas verschüttet. Was aber die größere Herausforderung für diese Geräte darstellt, sind tatsächlich Dreckreste, die bereits festgetrocknet sind. Irgendwelche Schuhabdrücke zum Beispiel. Und genau hier bringt der V1 Ultra Funktionen mit sich, die ich bisher so nicht bei anderen Produkten gesehen habe, ohne jetzt übertreiben zu wollen. Aber eins nach dem anderen. Zunächst mal angefangen bei der Laufzeit des Gerätes. Es ist nicht kabelgebunden, was natürlich den Vorteil mit sich bringt, dass man nicht an eine Steckdose angewiesen ist und nicht immer ein Kabel mit sich ziehen muss. Und hier gibt der Hersteller eine maximale Laufzeit von 82 Minuten an. Bevor ich dieses Gerät zum Testen bekommen habe, hat sich meine Mutter für ein ähnliches Produkt interessiert und wir haben schon im Vorfeld ein paar Vergleiche gemacht. Und die meisten bieten eine Laufzeit zwischen 30 bis 40 Minuten. Wenn wir uns jetzt die erste Kernfunktion des Gerätes anschauen, das ist das Staubsaugen. Die Saugleistung hier beträgt 16.800 Pascal. Das heißt, Staub und lockere Dreckreste werden problemlos vom V1 Ultra eingesaugt. Das sind jetzt die Krümel von einem Kinder-Mais-Snack. Tatsächlich finden wir sowas bei uns in der Wohnung des Öfteren mal auf dem Boden wieder, vor allem in der Küche und am Esstisch, wenn der kleine Sohn mal was zum Snacken bekommt. Lass mal beseitigen mit dem normalen Staubsaugermodus. So, aktiviert man das Gerät, bisschen mehr reingezoomt. Komplett weg. Und diese Reste befinden sich nun hier in diesem Behälter. Hier kommt Staub rein, wenn man am Saugen ist und aber auch dann später das dreckige Wasser, wenn man Böden feucht durchwischt. Ich sagte ja All-in-One-Gerät, jetzt kommt die zweite und dritte Kernfunktion dazu. Das ist eine Nassreinigung mit einer sich drehenden Reinigungswalze. Und gerade wenn es um das Thema Bodenwischen geht, kommen hier Techniken zum Einsatz, von denen ich persönlich tatsächlich nicht wusste, dass sowas mittlerweile in diese Geräte verbaut wird, bis ich mich jetzt letzten Endes mit dem Produkt hier für dieses Video beschäftigt habe. Nur mal als Beispiel, das in das Gerät gefüllte Wasser, welches man zum Reinigen nutzt, wird mit der Eco Clean Ozone Technologie, so heißt das bei Mach, in Ozonwasser umgewandelt. Bis zu diesem Video hier wusste ich auch nicht, dass es Ozonwasser gibt. Das normale Wasser, welches dann in das Ozonwasser gerätintern umgewandelt worden ist, zerstört Bakterien im Gerät und aber auch auf den Flächen, / Böden, die man gereinigt hat. Hier hat sogar der TÜV Rheinland bestätigt, dass dieses Gerät Bakterien zu 99,9% beseitigt. Also sehr interessant, gerade wenn man kleine Kinder hat. Ich sagte eben die zweite und dritte Kernfunktion. Das mit der Nassreinigung. Die zweite, die dritte ist die Dampfreinigung. Und zwar erzeugt der Mach V1 Ultra einen 110 Grad heißen Dampf, um hartnäckige Dreckreste aufzulösen und Bakterien nochmal abzutöten. Über den Knopf hier vorne werden die einzelnen Modi ausgewählt, sind jetzt im Saugmodus, drücken drauf, der intelligente Modus mit der Nassreinigung und hier im nächsten Schritt dann die Dampfreinigung. Wird sogar mit einer LED, die sich auflädt, visuell dargestellt, das erste Mal, wenn man den Dampfmodus aktiviert hat. Und jetzt sind wir bereit zum Dampfen. Über diesen Trigger hier im Griff lassen sich dann einzelne Dampfstöße, ähnlich wie bei einem Bügeleisen, aktivieren. Thank you.
Ein Schuhabdruck, den ich heute Morgen gemacht habe, schön eintrocknen lassen, das Ding ist einfach weg. Und damit der frisch geputzte, feuchte Boden besser trocknet, kommt hinter der Walze sitzend auf der Rückseite des Gerätes das JetBlade-Modul zum Einsatz. Dort wird dann Luft auf den Boden geblasen, damit der Boden schneller trocknet. Für die, die sich jetzt fragen, wie ist das? Kann ich einfach ein Reinigungsmittel in den Wasserbehälter kippen und dann Böden mit Reinigungsmitteln durchwischen? Eine berechtigte Frage, aber hier ist das Ganze noch ein bisschen intelligenter gelöst. Ja, auch diese Technik hat wieder einen fancy Namen bekommen, nennt sich Tesla Valve Mixing Einheit. Als Zubehör gibt es ein spezielles Reinigungsmittel, welches man in einen kleinen separaten Reinigungsmitteltank füllt. Und das Besondere, dieser Tank ist vom Frischwasser getrennt. Man hat also die Möglichkeit, einen Boden nur mit frischem Wasser zu reinigen oder lässt dann fein dosiert dieses Reinigungsmittel über die besagte Tesla Valve Mixing Einheit dazugeben. Ist der kleine Reinigungsbehälter einmal mit Reinigungsmittel befüllt, soll diese Ladung für bis zu 30 Tage ausreichen. Das hängt natürlich stark davon ab, wie oft das Gerät dann letzten Endes samt Reinigungsmittel zum Einsatz kommt. Über diesen metallischen Schieberegler lässt sich die Dazugabe des Reinigungsmittels in das Reinigungswasser aktivieren. Es gibt zwar eine Anbindung zur Eufy Clean App, aber die meisten Einstellungen macht man direkt am Display des V1 Ultra selbst. Man wählt dort die drei Modi aus, entweder Staubsaugen, den intelligenten Modus, der dann auch wischt, das Dampfreinigen. Hier in der App zum Beispiel sieht man dann den Akkuzustand, man kann die Herstellung des Ozonwassers aktivieren, deaktivieren, die Trocknung aktivieren und deaktivieren. Man hat hier nützliche Tipps zur Bedienung des Gerätes, aber das war es dann im Grunde schon. In erster Linie wird die App benötigt, um neue Firmware-Versionen auf den V1 Ultra zu installieren. Nachdem man eine Reinigung beendet hat, findet der Mach V1 Ultra seinen Platz auf der mitgelieferten Basis. Und diese Basis erfüllt ebenfalls mehrere Funktionen. Zum einen natürlich das Aufladen des Akkus, aber auch das Reinigen, Sterilisieren und Trocknen der Wischmopp-Einheit. Nachdem ihr nun alle technischen Informationen des neuen Mach V1 Ultra kennengelernt habt, möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich noch nichts über einen Langzeittest hier berichten kann. Ich hatte nur eine kurze Zeit, um das Gerät mal ausprobieren zu dürfen. Deswegen kann ich hier zum Zeitpunkt jetzt nichts über eventuelle Probleme bei einem Langzeittest berichten. Was ich aber bereits während der kurzen Testphase festgestellt habe, dieses Gerät bringt für mich und meine kleine Familie einen Mehrwert mit sich. Die Akkulaufzeit, das Reinigungsergebnis, egal ob trockener, feuchter Dreck, ist wirklich gut. Wie gewohnt habe ich das Produkt unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Gerne den Link abchecken, wenn ihr noch weitere Infos dazu haben möchtet. Der reguläre Kaufpreis beträgt 899 Euro. Wenn ihr aber das Produkt über den Link in der Beschreibung kauft, werden 100 Euro Rabatt bei einer Aktion abgezogen. Es gibt günstigere Geräte auf dem Markt, diese bieten aber nicht die gleiche Leistung und den gleichen Funktionsumfang wie der V1 Ultra. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dann, ciao!